Tausende Demonstranten haben erneut die hochgesicherte grüne Zone in der irakischen Hauptstadt Bagdad gestürmt. Einige drangen bis in das Büro des Ministerpräsidenten Aidar al-Abadi vor, berichteten Augenzeugen. Die Sicherheitskräfte feuerten in die Menge. Drei Menschen seien dabei getötet und Dutzende verletzt worden. Die Sicherheitskräfte haben uns mit Tränengasgranaten beschossen. Es war schlimm. Sie haben sogar mit Kugeln auf uns geschossen. Sie haben auch Blendgranaten benutzt, so dieser Mann. Unter den Demonstranten waren viele Anhänger des Schiitenpredigers Moqtada al-Sadr. Sie fordern politische Reformen und ein hartes Vorgehen gegen die im Irak weit verbreitete Korruption. Die Regierungskritiker wollen ein Kabinett aus Technokraten. Eine Abstimmung hierzu im Parlament wurde aber mehrfach verschoben.